Den können wir jetzt theoretisch hier in den in dieses Gebäude schicken. So, dann nimmt er jetzt Platz. Okay. Und das dürfte jetzt mehr Helden anlocken und Schätze generieren. Ja, Tatsache. Sehr schön. Okay. Finde den Talisman. Der liegt irgendwo da oben. Oh, da waren wir doch gar nicht lang gegangen. Ach so, waren wir, aber da war dicht. Okay, ich würde aber fast schon sagen, dass wir dort nirgendwo anders mehr lang können, fällt mir gerade so auf. Außer da oben lang. Außer hier ist auch jetzt geöffnet worden, was ich allerdings bezweifle. Weil ich glaube, das ist der Zugang zum Dings, zur Pyramide selber. Genau, hier ist zu. Das heißt, hier oben müssen wir lang. Hier waren wir ja. Hier wäre noch eine Truhe zum Öffnen. Okay. Kurzer Abstecher, aber mal kurz. Erstmal. Trupp 1. Trupp 2. Trupp 3. Trupp 4. Wir haben wieder 3 Punkte. So. Sehr gut. Trupp 1 und Trupp 3 essen. Baal beschwört einen Ersatz für den einen Typen. Was ist das? Raumsymbol ausblenden. Nee, das brauchen wir nicht. Ich will nur die beiden Jungs hier rausschicken, dass nicht mehr so viele unnötige Einheiten gespawnt werden. So, ich glaube, ich gebe denen dann auch mal am besten Waffen und so weiter. Und schick die dann auch mal hier runter, dass sie ein bisschen meine Eingang beschützen. Das wärt ihr 4 also. Ich kann ja leider keine Wegpunkte oder so setzen. So. Mal ganz ehrlich, es werden hauptsächlich nur Schamanen ausgespuckt. Und ich denke mal, genau die kostenlosen Einheiten, Punkte habe ich jetzt bekommen. Und bei den Rohstoffen, die ich kriege, ist es, glaube ich, einfach besser, wenn ich gezielt Einheiten ausbilde, anstatt wie wenn ich ja ungezielt einfach hier beim Zufallsprinzip Kanonenfutter spawnen lasse. Ich habe eh nur noch 3 Bevölkerung frei, also kann ich das Kanonenfutter hier behalten als Verteidigung. Ihr seht ja schon zum Glück schon alle abgegradet. Dich könnte ich theoretisch trainieren schicken. Jo, dann stehst du halt mal kurz auf. Ist auch kein Problem. Kann ich dich trainieren schicken und auch mal upgraden. So, währenddessen kann ich weiter Pilze umwandeln. Wie viel kostet die Schatzkammer nochmal? 112 Materialien. Okay, das ist etwas viel. So. Dann machen wir mal hier drüben etwas weiter. Hey Slayer, one of our scouts spotted a group of hermits carrying treasure. I've marked their location on the world map. I suggest you check it out. Ja, das können wir mal kurz machen. Wo sind denn die Einsiedler? Schicken wir
meinen stärksten Trupp los. Das ist Trupp 1. Zwei Level 1 Zauberer. Okay, die brauchen da nicht mal meine Hilfe für, ganz ehrlich. Out of the pit into a hellhole. Na, Jungs. Ich nehme mal nicht an, dass wir jetzt Minotauren ausbilden können hier drin. Doch, können wir, Tatsache. Wow. Die Jungs sind cool. Habe ich so das Gefühl jedenfalls. Out of the pit into a hellhole. Oh, Squad 1 nimmt... Ah, Squad 1 hat einen... Wen hat er denn verloren? Squad 1... Hatte Squad 1 noch einen Speer zum Verlieren? Kann gut möglich sein. Okay, Squad 1 kriegt jetzt was Schönes von mir. Einen Minotaurus. The treasure chest the hermits were carrying contained nothing but old parchments. However, after an initial bout of disappointment, I discovered they are actually the legendary Dread Sea Scrolls, the writings of Yerlik the Prophet that were thought to be lost in time, like tears in rain or something. Anyway, they speak of a creature of immense power, born in the north at the hands of a demigod, which will drown the Sidrian bloodline in a flood of brownness. I must study them closer, but I'm beginning to wonder if Yerlik hasn't actually foreseen the rise of the victory of you and I. Yo, er hat was entdeckt. Also es waren keine Schätze, es waren nur irgendwelche Schriftrollen. Trotzdem. Truhe öffnen. Und was ist denn? Talisman. Neues Missionsziel, ich sehe aber keins. Oh, weil ich ab... Heroes are entering your dungeon. Ah ja. Excellent news, Deathslayer. I use my expertise in hypnotism to ask the snoring bull prince about a way to defeat the clan chief in single combat. He revealed that the ministers are keeping an ancient artifact hidden in a secret part of the royal cellar. In the first room after the barricade, turn right and proceed until you stumble upon a teleportation device. Send a squad through it to search for a vial containing the tonic of temporary tremendousness. Consuming the tonic before facing Red Bull will make you all but invincible. I'm walking here. Ich glaube, das war gerade falsch übersetzt. Da stand, das wird dich unsichtbar machen, invisible. Aber er hat gesagt, das wird dich invincible machen, also unbesiegbar. Naja, kann auch mal passieren. Gut. Meine Truppen sehen okay aus. Meine Truppen sehen stark aus. Meine Truppen sehen aber eigentlich auch gerade wieder kurz vor hungrig aus. Na gut, ich denke, ein kleines Stück können wir noch durchmarschieren. Hier ist nämlich nichts mehr. Laufe ich gerade überhaupt richtig? Nein, laufe ich nicht. Ich muss da oben lang. Hier war nämlich die Sekkes. Sekkinges. Oh, ich kann jetzt noch einen Schatzhort bauen. Schatzgrube. Am besten hierhin. So. Ich bin schade, dass ich die nicht umziehen kann. Die wird nicht ange... Hä? Irgendwie kapiere ich das nicht mit den Raumsymbolen nicht ganz.
Naja. Life. What's the point anyway? Okay, jetzt habe ich genug frei, Schatzgruppe frei. Eigentlich könnte ich mir jetzt auch einen Kerker leisten und Leute da drin einsperren. Hey, das sieht richtig gut aus, was meine Jungs hier veranstalten. Ich weiß nur nicht, wo ich jetzt genau lang gehen soll. Da oben oder erst da unten lang? Ja, es ist wirklich wichtig, immer einen Priester in der Gruppe zu haben. Also ich glaube, das hier ist schon mal der Thronsaal. Ich kann mir nämlich nicht genau... Ja, da geht's in die Pyramide rein, okay. Da will ich allerdings noch nicht rein. Ich gucke mich erstmal hier drüben noch um. Genau, da ist noch eine Truhe, wahrscheinlich eine Runde. Ein Erika, der verklopft werden will. Und öffne dich, Sesam. Und was ist drin? Eine Rune. Sehr schön. Dann geht es jetzt erstmal da oben lang weiter, denke ich. Was könnte ich noch freischalten? Ah, den Kerker wollte ich freischalten, genau. Den kann ich dann... Da ich genug Ressourcen habe, kann ich den. Der ist auch ziemlich lang. Nee. Ah, ich setze ihn einfach mal hier hin. Und dann porte ich Baal mal hier zurück. Dass der mir neue Minions besorgt. Die ich aber beide mal vom Eingang wegschicke. I feel the need. So. Und Baal schicke ich wieder hier hin. Ich würde gern wissen, von was die Dungeon-Bevölkerung abhängig ist. Nee, ich denke. Baal porte ich hier hin. Hier porte ich 1 und 2 wieder hin. Hier oben 3 und 4. So. Schick die noch einmal zum Essen. Und dann wird es leider mal wieder Zeit für einen Cut zu machen. So. Und so. Gut. Also ich lasse die was essen, dann porte ich sie zurück. Und ja, es war, ist wirklich eine gute Idee, zwei Küchen zu haben. Dass das ein bisschen schneller vonstatten geht. Der produziert wirklich mehr als genug Schätze. Okay, die laufen wirklich immer hier lang rein. Da muss ich wirklich hier den Gang weiter mit Fallen spicken. Also mache ich das auch einfach mal. So. Und so. Achso, und ich habe jetzt keinen Platz mehr für weitere Fallen, deswegen kann ich keine mehr bauen. Gut. Ich schicke jetzt noch meine Truppen hier hin. Mit Baal. Ach, schalt noch die Hexenmeisterin frei. So, und dann muss ich leider jetzt... das Spiel speichern. So,
und einen Cut machen. Also, bis gleich.